lekker dat fijnproduct, hè. De halve olie is er begonnen. Trockener Reis, weil das ein bisschen Gewicht drauf hat am Reis mit Sachen. Schon vorbei mit der Graf. Wie gesagt, es ist halt wirklich, man darf sich nicht zu viel erwarten für das Geld. Für die Kinder ist es sicher ein tolles Spielzeug und ansonsten finde ich die Sachen recht, recht toll. Wenn man das jetzt erhebt, ja. Und man kann jetzt auch nicht wirklich fahren damit, wenn ich jetzt fahre, fällt das alles runter. Weil das Ding nicht nach hinten hebt. Das müsste weiter nach hinten sein. Also aus meiner Sicht hätte ich bei dem Fahrzeug, wenn ich zum Verkauf, sag einmal, den Frontlader weggelassen, weil der Anhänger funktioniert wirklich toll mit Kippen und alles. Und weil der Frontlader ist wirklich nur Zierde, das kannst du da bewegen, aber. Ich sag, ich darf auch nicht so streng sein, weil wie gesagt, das Ding kostet 29,90 für das Ganze. Wenn ihr rechnet, wenn ihr sowas kauft ohne Fernsteuerung, nur zum Spielen, kostet auch schon fast so viel. Und von dem her ist es wirklich toll gemacht, tolle Qualität. Auch die Detailgenauigkeit ist wirklich top, da gibt es wirklich nichts. Und jetzt hängen wir mal den Anhänger wieder an und dann fahren wir mal auf die Ruhefahrt damit. Das Review-Video zu den Revell-Kontrollfahrzeugen. Das ist die Serie, heute nennt sich At Work. Das sind Baumaschinen, gibt es da und Traktoren und viele andere Fahrzeuge. Ich habe da bekommen eben den Bagger und den Traktor mit Anhänger. Beide Dinge kosten je 29,90 Euro im Handel. Ist halt an Modellbau-Anfänger gerichtet, ideal für Kinder. Mein Kleinster mit 6 Jahren ist voll auf begeistert davon, der kann gar nicht genug kriegen davon. Die Dinge sind wirklich nah und sicher zum Spielen, zum Fahren. Es kann nicht so schnell was kaputt gehen, dass die antreibenden Teile oder die drehenden Teile sind alle mit der Rutschkupplung gesichert. Sprich, wenn das Ding irgendwo ansteht, dann rutscht das Ganze drüber. Und dadurch kann man das wirklich jedem Kind in die Hand drücken und spielen damit. Der Anhänger ist voll funktionsfähig, das habt ihr vorher schon gesehen, dann kann man aufkippen und abkippen.
Die Batterien halten lang, das sind nur dreimal AA-Batterien drinnen mit 1,2 Volt. Junior fährt jetzt schon ganze Woche damit. Bagger ebenso. Die Dinge habe ich echt verwundert, dass sie so lange halten, die Batterien da drinnen. Sind jetzt keine irgendwelche Duracell-Batterien oder so, sondern ganz normale Batterien. Empfehle aber auch eben, dass man Akkus verwendet, da kann man das Ganze auch wieder aufladen. Wir haben hier oben eine kleine Spielwelt schon von den Sico-Fahrzeugen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen hoch da. Wenn euch nicht gefällt, dann drückt einfach einen Daumen nach unten, wenn ihr unbedingt wollt. Aber wenn ihr Fragen zu den Fahrzeugen habt, dann her damit. Lasst mir einen Kommentar da. Freue mich, dass ihr mein Video angesehen habt. Weitere Informationen zu den Fahrzeugen, Bilder und so weiter und die ganzen technischen Daten findet ihr auf meinem Blog www.modellbaublog.at. Den Link dazu gibt es auch unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, freue ich mich auf euer Feedback.